Gut, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Dinge. So 2 Stündchen dachte ich mir mal, weil es ja Sonntag. Und ja, schon wieder ein neues Spiel, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Ja, geh weg. Ja, könnte eventuell sein, aber jetzt übersteuert mein Mikrofon gerade ein wenig. Test 1, 2, Test, Test. Okay, besser. Raustappen war es auch nicht. Nee, okay. Der standardmäßige Schwierigkeitsgrad bietet eine angemessene Herausforderung. Jawohl. Das Baumschnittkommando mit 2M. Ja. Widersprechen die sich? Also, beinhaltet das eigentlich das. Okay. Kein am Boden Status. Söldner sterben, wenn sie 0 TP erreichen. Ja, das lassen wir mal. Machen wir einfach mal zu, um wieder reinzukommen. Beim Zielen mit Angriffen wird eine besondere cinematische Kamera verwendet. Probieren wir einfach mal. Okay. Die ursprüngliche Spiele der Jagged-Alien-Reihe aus den 90ern nahmen Klischees und Stereotypen auf die Schippe, die in Actionfilmen jedem setzt die Situation fort. Ja, okay, bla bla bla. Scheiß auf Political Correctness. La Fontaine. Thank you for agreeing to help me find my father. I don't have much time to talk. I've been told it's no longer safe for me here, so I'm preparing to leave. I can't believe a city that only a few months ago was filled with joy and hope is now a place of fear and suspicion. But perhaps that tells you just how important my father is to this country. You see, Alphonse Lafontaine is much more than just the president. He is the symbol of my people's faith in a brighter future for Grand Chien. Since his abduction, that faith has been shaken. Things like law and justice are fragile concepts here, and the political enemies my father made are already calling for emergency powers to be invoked. I don't know if they are behind the kidnapping, but I am sure they are planning to take advantage of it. The person who took my father calls himself the Measure. I haven't been able to find out who he really is, but everyone knows what he wants. He has demanded the entire Ajani River Valley be given to him. His followers, who call themselves the Legion, have already seized most of it. But he has vowed to execute my father should the government attempt to intervene. I've wired the money you requested. Please, assemble your team and come meet me on Ernier Island at Corazon Santiago's villa. She is the Adonis representative I told you about in my email. Her diamond mining operations can help with additional funding should you need it. My car is here. I have to go. I'll have more details for you when we meet. Okay. Die übliche Geschichte. Die Webseite, jawohl. Zudem. Okay. Das war. Nee, warte mal.
Das war ein eigener Charakter, oder? Jetzt, Moment. Badam. Okay, vom Preis her passt. Wir können also einen persönlich beschissenen Test, BBT oder wie auch immer das heißt. Persönlichkeitsbewertungstest durchführen und dann sollten. Okay, werden wir mal selber sollten natürlich. Es ist ein sonniger Tag. Du genießt eine wohlverdiente Auszeit vom Söldnerleben und bist an deinem Lieblingsort, nämlich wo? Das Dojo, der Strand. Du befestigst eine Minigun und Panzerplatten an dein Lieblingsboot. Der Schießplatz. Du zeichnest schmutzige Bildchen auf die Zielscheibe mit Einschusslöchern. Das Büro. Du hilfst deiner Sekretärin, der aus irgendeinem Grund im Waffenschrank feststeckt. Mal wieder. Schießplatz, würde ich auch sagen, ja. Dein vorheriger Auftrag hast du vor 6 Monaten abgeschlossen, als du und dein Team ein Terroristenlager zerstört habt. Es war eigentlich gar kein Auftrag, du musstest nur sehr dringend aufs Klo. Ja, das könnte passen. Du einen geheimen Militärkomplex in Nordkorea infiltriert hast, verkleidet als kleines Mädchen. Dort hast du drei Schurken mit einer Haarnadel und einem Teddybär getötet. Nee. Du drei Feinde abgeschossen hast, ehe der erste von ihnen auf den Boden aufschlug. Einer von ihnen saß am Steuer eines Hubschraubers. Du dir am Abend von Missionsbeginn ordentlich die Kante gegeben und alle Schurken alleine ermittelt hast. Als der Rest des Teams eintraf, fanden sie dich schnarchend zwischen den Leichen. Glaube, das hier, oder? Wir sind Proll. Nummer 4? Nummer 4. Okay, Nummer 4. Ja, passt schon irgendwie besser. Allerdings hast du dir mit dieser Mission ein paar neue Feinde gemacht. Was ist passiert? Nichts Besonderes. Explodierende Autos, stürzende Neubauten, ein Satellit, der aus dem Orbit zur Erde stürzt. Das nennt sich eben das Gießkannenprinzip. Du hast alle deine Feinde niedergestreckt und dann die Freunde deiner Feinde und die Feinde deiner Freunde, aber dann haben sich die Feinde deiner Freunde gegen dich gewandt. Dein Lieblingsjeep hat einen Kratzer bekommen. Die Verantwortlichen haben stundenlang geschrien. Du hast den Fehler gemacht, einige der Schurken zu verschonen, ihre Wunden zu versorgen und sie in den Knast zu schicken, nur um ein wenig später von ihrer Flucht zu erfahren. Zwei oder drei? Ja. Ich nehme den Chip. Plötzlich piepst dein Pager und benachrichtigt dich über eine neue E-Mail von du stirbst jetzt at hetmail.com. Du hebst die Augenbrauen, öffnest dein Outbackbook und liest, du wirst für deine Taten büßen. Wir wissen, wo du wohnst. Im Anhang befindet sich ein Foto deines Vorgartens. Wie besorgst bist du? Du bist stinksauer, du hechtest in dein Auto und fährst los. Sie wissen, wo du wohnst. Der perfekte Test für deine Zielsuchraketen. Du bist äußerst besorgt. Irgendwelche dahergelaufenen Einbrecher werden deinen Hund bloß den Magen verderben. Du bist genervt, wenn die Minen deinen Vorgarten hochgehen, landen nur wieder Körperteile im Garten der Nachbarn, die dich dann das nie vergessen lassen. Es ist dir egal, das ist ja nur ein Alibi-Adresse und nicht dein echtes Haus, aber jetzt weißt du, wo sie sind. Zwei oder vier? Du bist fast zu Hause, als ein Fremder in einem Trenchcoat sich dir in den Weg stellt. Psst. Hey, wie wäre es mit etwas von dem guten Zeug? Wie lautet deine Antwort? Immer doch, willst du was kaufen? Wurde auch Zeit, du bist doch der mit den Zündern. Tut mir leid, ich habe dich nicht erkannt, aber in dieser Branche sieht man die Leute ja selten zweimal. Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich soll nichts mit von Fremden nehmen, also stelle ich mich lieber vor, ehe ich mir all dein Zeug nehme. Ich habe keine Zeit für den Scheiß, geh zur Seite oder du hast gleich ein paar Löcher mehr. Eins oder vier?
Okay. Blitzschnell zieht der Fremde ein Messer aus seinem Mantel hervor. Hände hoch, Sir, du bist uns in die Falle gegangen. Du zeigst ihm dein Lieblingshobby, Origami mit Körperteilen. Oh ja. Wo eben noch ein Messer war, klafft jetzt ein großes Loch. Es gibt immer irgendeinen Deppen, der ein Messer zu einer Schießerei mitbringt. Du lässt vor Lachen fast deine Granate fallen. Okay. Du öffnest deine Verbandtasche und machst ihn mit dem brandneuen Konzept der umgekehrten Ersten Hilfe vertraut. Ja. Töte mich nur, wenn du willst, brüllt er. Du bist schon längst tot, du weißt es nur noch nicht. Du tötest ihn nicht, dass du seine Erlaubnis gebraucht hättest, aber es fühlt sich doch viel netter an. Du findest Todesdrohungen nicht lustig, also schlägst du ihn mit der Faust ins Gesicht. Nein, stopp, das tut weh. So ist es doch gleich viel lustiger. Du legst ihm Handschellen an, befestigst einen Sprengkörper mit Zeitzünder an seinem Gürtel und sagst ihm, er sei bereits tot und wüsste es nur noch nicht. Ja, nicht mehr lange. Packst ihn in deinen Kofferraum und bringst ihn vor ein ordentliches Verhör mit Wahrheitsserum und diversen Motivationswerkzeugen nach Hause. Eins oder vier? Ja. Als du endlich zu Hause ankommst, siehst du Fußspuren in deinem Vorgarten. Die Haustür steht offen. Was tust du? Du trittst die Tür auf, Maschinengewehr in der einen, Sturmgewehr in der anderen und ein Messer zwischen den Zähnen. Das sind nur etwa die Hälfte der Waffen, die du bei dir trägst. Ja. Du machst alles nach Vorschrift. Du forderst Verstärkung an, wirfst eine Blendgranate, gehst im Inneren mit der Pistole in der Hand in Deckung, rufst Hände hoch. Du schleichst ums Haus und steigst lautlos mit einem Messer in der Hand und einem Lächeln im Gesicht durch ein offenes Fenster ein. Du seufzt und überprüfst deinen Verbandskasten, ehe du hineingehst. Und wenn du dir ziemlich sicher bist, auch wenn du dir ziemlich sicher bist, dass diese armen Schweine nicht mehr zu retten sind. Drei? Ja. Im Inneren stößt du auf eine weitere Überraschung in Form von zwei bewaffneten Einbrechern. Beide sind sehr, sehr tot. Du untersuchst ihre Leichen, um die Todesursache zu bestimmen. Sie starben in Unwissenheit. Sie haben deine Warnung über die Minen im Eingangsbereich ignoriert. Dabei standen sie doch schön leserlich im Inneren der Pizzaschachtel in deiner verschlossenen Speisekammer in Sanskrit. Sie starben an Bleivergiftung. Deine 12-jährige Nichte ist unheimlich stolz auf ihr Talent mit der Maschinenpistole. Sie starben für die Wissenschaft. Mit Hilfe einer Druckplatte, einem Block Granit und ihrer eigenen Schädel haben sie Newtons Gesetz der Schwerkraft bestätigt. Sie starben an Freude und Frohsinn. So heißen deine beiden Lieblingsgottweiler. Okay. Ende gut, alles gut. Naja, vielleicht nicht für diese Typen. Was tust du als nächstes? Stell Nachforschung an und finde mehr über die Arschlöcher heraus, die dich angegriffen haben. Wenn es mehr von ihnen gibt, wirst du sie gratis finden. Versuche die Leichen nach Waffen, Munition und Wertsachen. Das ist der Lauf der Natur. Kühe geben Milch, Hühner geben Eier und böse Buben geben Beute. Wirf die Leiche deinen Schweinen vor. Gut gemacht. Jetzt musst du nun jemanden anderes gegen dich aufbringen. Schließlich haben die Schweine schon bald wieder Hunger. Mensch, hast du die Söldnerleben vermisst? Du solltest dich um einen neuen Vertrag kümmern, vielleicht eine Allianz oder sowas bilden und dich wieder ins Gefecht stürzen. Hier. Okay. Ich kann nur beenden, okay. Dein Persönlichkeitstyp ist Mediator. Du bist vorsichtig, ruhig und reserviert. Du blühst richtig auf, wenn du alleine bist, aber das bedeutet nicht, dass du schüchtern bist. Du kommst gut mit sozialen Situationen zurecht und bist längst über alle Berge, ehe jemand die Leichen findet. Deine vorherrschende psychologische Bedürfnis ist Kompetenz. Die Welt ist dein Spielplatz. Du strebst danach, dein gewähltes Feld oder gleich alle Felder zu meistern. Du wirst von dem Wunsch nach Erfolg in allen deinen Bestrebungen getrieben, ganz gleich, über wie viele Leichen du dabei gehen musst. Dein Krafttier ist die Eule. Okay.
Okay, die Auswahl ist. Dann nehmen wir den da. Punkt habe ich keine weiter. Gesundheit, Beweglichkeit, Geschick, Kraft, Führungsqualitäten, Weisheit, Treffsicherheit, technisch Sprengstoff, Medizin. Würde Sprengstoff komplett runter, dafür Führungsqualitäten hoch. Dann habe ich sogar noch einen übrig. Den gehen wir auf Treffsicherheit. Och nö. Gauner. Der erste Waffenwechsel einer Runde ist gratis. Zusätzliche Möglichkeit verringert den Preis für Sektoroperationen und Bootsreisen. Kann sich entscheiden, einen brutaleren als den ausgewählten Angriff auszuführen. Geringere Genauigkeit Abzug, wenn Salvenfeuer oder Vollautomatik. Höhere Genauigkeit Bonus, wenn Feinde auf kurze Distanz angreifen. Greift an und schwere Waffen sowie Maschinengewehre mit Aufstellung haben Verringerung AP. Ach, das sind schwere Waffen jetzt. Ach, nee, warte mal. Okay, ich verstehe. So rum. Okay. Ich habe Gauner. Ja, passt. Dann habe ich noch Nachtoperationen. Verringert Genauigkeit Abzüge bei Nacht- und unterirdischen Sektionen. Beim Schleichen für Feinde schwieriger zu entdecken, leicht erhöhte Chance bei heimlichen Töten. Ja, das lassen wir so, das ist ja aus dem Test heraus. Okay, dann hätten wir Numero Uno. Ansonsten. Wen nehmen wir mit? Mechaniker ist nicht schlecht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Medic. Medic ist das Offline-Matter. Medic ist offline. Dann müsst ihr den hier mitnehmen. Kostet mich aber direkt 11. Aber ich werde, so wie ich mich kenne, werde ich direkt. Ja. Steroid ist empfohlen. Wer ist das denn? Das ist der Mechaniker, ja. Okay, den nehmen wir auch. Mechaniker. This is Bobby Gontarski. Do you have business? I thank you for giving me the business. I see you. Okay. Eis hier. So. Der heißt Eis? Na toll. Zwei Eis. Ich gehe jetzt einfach mal nach der Empfehlung. Alright, let's give it a spin. This is Ivan Dolvi. Noch ein Präzision. Nee. Ich hätte gern ihn hier. Wie gesagt, ich brauche Medic. Hello, I am Thor Kaufmann. I am always open for new adventure. What are you proposing? Oh Gott, ist das ein schlechter Dialekt. Ice apparently thinks highly enough of you to be on your team. So I think if you're good enough for him, you're good enough for me as well. I look forward to working for you. Das müsste passen. Okay. Dann landen wir mal. Und kämpfen uns mal vor.
Da steht einer. Da müssen wir hin. I should be working out. Wo ist mein Befehlsmenü? Hier unten. Gibt es irgendwas zum Steuerung? Gibt's was, wo ich highlighten kann? Also kann ich irgendwie highlighten lassen, ob es hier was zum Durchsuchen gibt oder sowas in der Richtung? Okay. Up like a tree falling. Hoodie-ho, bad news spotted. Wo? Was? Wo? Wo? Da oben. Das ist ein bisschen netter. When I move quietly, I can hear nature's heartbeat. Noch welche. Visualize success to unlock potential. I will fall on them like a tree in the forest. Yes? Hier sind zwei und da war einer. Okay. Be quiet now. Wie komme ich ins Inventar? Ich habe doch extra Inventar I. Okay. Da ist er immer noch am Pissen. It is a shame they will not be able to watch me move. Let us look at that. Position to them. Okay, er hat mich gesehen. Na top. So viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema. Mist. What? Ja, mag sein. Sehe ich hier irgendwo die Wahrscheinlichkeit? Notte. Genau das nicht.
Oh Gott. Das funktioniert ja toll. Ja. Time to sneak and peek. I'ma serve up some cold justice. I am one with the stillness of everything. Sehe ich irgendwo Deckung? Ich lass mal, wo du bist. Wie kann ich mich bewegen? Nehmen wir an, der wird auf mich schießen, wenn ich... Ah. I'm surrounded. Okay. This will be pie. Okay, schwer verletzt. Das ist doch schon mal etwas. Wo bringe ich dich hin? If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Es sind nicht keine gültigen Ziele in Reichweite. Okay, verstanden. Dann... Okay. Dann fangen wir mit dir mal an. Ja, das Gebüsch gibt gar keine Deckung, da habe ich wenigstens halbe. Just hold still, damn you! Und der ist hin. Sehr schön. I put you down, you stay down. Keep it in real. Hier, die Deckung geht bloß in die Richtung, das ist blöd. Mobiler Schuss. Überwachung verbraucht alle AP sämtliche Ziele, die im Überwachungsbereich. Ah, okay. They will hear nothing but the wind. I love your optimism, but it is perhaps misplaced. Och. Ja, du solltest vielleicht auch treffen. Sorry, there is only so much a positive attitude can do. Könnt ihr auch mal treffen, einer? Ready. Ich gehe mal davon aus, dass ich keine Deckung zu dir habe. Nein, habe ich nicht. Acknowledged. Und ich habe keine Punkte mehr übrig. Du bist auch fertig. Komm, schieß nochmal. Eyes here. Thug for life. Wie, der lebt noch. Got a good shot on this mother. Ice Williams representing. Eis macht Eis Konkurrenz. Ja? Ist es jetzt leicht schizophren oder? Yes. Führe einen Angriff mit einer ausgerüsteten Waffe aus. Manche Waffen verfügen alternative Angriffsmodis.
Es sind keine gültigen Ziele in Reichweite. Du kannst den Angriff stattdessen frei zielen. Frei gezielte Fernangriffe verbrauchen ganz normal AP und können auf alles abgefeuert werden. Okay. Lauchen und Schießen brauche ich nicht. Okay. Moving. Ja, einen schönen Slider hat er noch gemacht. Your confidence makes me feel confident. Ob man das jetzt Confidence nennen will. Center yourself. Breathe. Let the negative energy flow away from you. Only one enemy remaining. I hope they've made peace with their fate. I will cleanse the battlefield of evil energy. Ready to shoot. Könnte ich vielleicht auch mal zu wenig AP. Natter. Okay. Okay. I should. Ah! All evil has been lifted and separated. So, die Sichtbarkeit von interaktiven Objekten auf der Karte alt. Ah. Right on. Kann ich den hier nicht untersuchen irgendwie? Schade. An diesem Ort haben 5 tapfere französische Kommandos ein ganzes Kompanie der deutschen Kriegsmarine abgewehrt und der Garnison von Fort Libertador Zeit verschafft, sich vorzubereiten. Okay. Hallo. It's me, Thor. Let's go. On our way. Schade, wenn ich die nicht looten kann. And release. Time to sneak and peek. Okay. I will sneak up like a tree falling in the forest. Wir gehen erstmal zu Bastian. Your decisiveness is inspiring. Warum rennst du? Hallo. So, ja? Renn gefälligst mit ihm. Word up. What? There's some loot in here. Meins? Ja, ja. We outy. Word up. Yes? Ooh la la, don't shoot. I'm just a bystander here. An innocent civilian. I heard some shots fired up the hill. I came to take a look and I saw the Legion getting their asses kicked. But I'm not with them. I was just doing a bit of scavenging on the beach. Yeah, that's how I provide for my family. Civilist? Ach, wirklich? Oh, you mean this gun here? It's just... it's just for protection, boss. These are dangerous times on the island. Erzähl uns mehr über diese Legion. Well, that's the Patriotic Legion of Grand Chien. Quite a gang they are. I think some of them were trying to snatch that Emma girl, the president's daughter, but I guess that didn't work out.
Was weißt du über Emma? Don't know nothing, boss. I've just heard that the Major wants the girl. I guess he wishes to complete the set with her father. That dude got kidnapped and that's his daughter you're talking about. Put some respect in your mouth. Beste Major. Oh, well. Huh. Well, he's the leader of the Legion, of course. No one really seems to know him at all. Very mysterious figure. Very dangerous. May I go now? Please. Emmas Vater, du meinst den Präsidenten? You know, you're right. I think I heard something about that. But I don't know anything. I don't want to be involved in any of this, you know? Can I just go back to my family? Oh, yes, boss. A big family over in the Rust. That's what we call the area just east of town. It's not a nice place. My boys cannot play football without tripping on old war equipment. They depend on me, you see. If I don't bring home the bacon, they don't eat. My poor family. Fühl dich geknuddelt. Eh ouais, Chien Sauvage, the best team in Grand Chien. Their merchandise is shit though. I asked for 13 and they printed 31. Weisheitscheck. Thor hat den höchsten Wert 93. Diese Aktion könnte gravierende Konsequenzen haben. Heißt es, ich muss jetzt mit Ich probiere es einfach mal. No, 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 no. This is not true. Don't shoot me, boss. I mean, maybe I had some dealings with the Legion in the past, but who doesn't? It's a small island. My friend, you are hiding mostly from yourself. Let the truth set you free. Look, just let me go to my family and I will give you diamonds from my secret stash. I swear. Rück die Diamanten raus, stirb, du kannst gehen. Rück die Diamanten raus. Bien sûr, please, take these. I just found them on the beach, I swear. All yours now. I can go? And you won't shoot me in the back? Just drop your lunch money and run, little man. Some stuff over there. Okay, ich wette. Nein. Dissi, wie geht's dir? Du kannst Wertgegenstände direkt über der Gegenstände verkaufen oder öffnest mit, okay. Let's go. I hope there is some protein powder in here. Rucksack von Eis. So. It's me, Thor. Bauteile, die bekommen Steroid. 7, 6, 2. Toll. Munition, die noch keiner braucht. Ach, ich kann nicht auch. Ah. Yes? Let's go. Heading out. Das ist aber hoffentlich nicht so wie bei manchen Spielen, dass wenn du schleichst, du eher was entdeckst und wenn du rennst, es übersehen kannst. Das ist so ein bisschen nervig. There is always more to find in this world. We're on our way. Come on, show me some blings, show me some cheddar. Okay. Das bekommt einmal meine Wenigkeit und oh.
Nein, 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 hier. Moment, das soll... So rum. Ja, okay, an das Inventar muss ich mir noch ein bisschen gewöhnen. Every journey begins with a single step. We all go now. Every journey begins with a single step. Let's move. Heading out. We're on our way. Are you Miss Lafontaine's mess? Go on inside. They're expecting you. There is something unknowable here. Thank God you made it. I wanted to warn you, but you were already en route. Legion forces have landed on Ernier. They even tried to attack us here at the villa. I can't imagine what they want with this tiny island. It is neither Ernie Island nor my villa they want. It is you. Perhaps they think capturing you would make your father more cooperative. Then I'm sorry I came. I didn't mean to put anyone else in jeopardy. Okay. Mit denen werden wir schon fertig. I am so grateful to hear you say that. Grandchien's own government can't do a thing to help. I am reassured by your confidence. Here. Please take this as a gesture of my appreciation. Hey, mit dem Geld. Das ist ein Zettel. With a little extra dough. Thanks. You're quite welcome. Now, as to beginning your search, I suppose questioning the Legion soldiers on Ernier about my father would be a good way for you to start. This is Corazon Santiago. She's the director of operations in Grandchien for the Adonis Corporation. Her people encountered the Legion face to face. She will manage additional funding while you are in the field. Hello, it is good to meet you. As Emma said, I will provide you with a cut of the proceeds from the Adonis diamond mines to help fund your mission as you liberate each one from Legion control. But first things first. The Legion has overrun the island, capturing the town and the old fortress. Liberating the town is essential to securing transport to the mainland, but securing the whole island will ensure you have a good base of operations. Additionally, the locals may be appreciative and give useful intel. I'm feeling confident and optimistic, like I just had a good bowel movement. Ja. Danke für die Info. Was gibt es noch über die Legion zu wissen? Led by a man calling himself the Major. It is the largest paramilitary group in the region. They seized all our diamond mines before my security teams could respond. They are brutal bullies, but not smart or well trained. They should be no match for professional soldiers. I'll show them the force of my incredible biceps and they will run or I will smash them. Ja. Wer ist der Major? Perhaps the biggest warlord in Grandchien. Not much is known about him, except that he runs the Legion like a cult of personality. He is both worshipped and feared. It's likely you'll have to deal with him directly in order to rescue my father. Sounds like this dude needs an attitude adjustment. Erzähl uns mehr über Ernie Island. This island is isolated and defensible, and will serve as a good launch point for missions into the Ajani River Valley. The people here are docile but resourceful. Help them, and they'll help you. Some may prove more helpful than others, I'm sure. But you should talk with as many of them as you can. They may have information that could be of use to you. Please excuse me. I must take this. Yes. No. Just tell them to wait. Just tell them to wait, goddammit. My apologies. Where were we? Okay. Tschüss. Good luck. Corazon and I will be keeping in touch via radio.
Okay. Infos erhalten. Okay. Ja. Erobere das Dorf, der Major zur Strecke bringen, Rettung des Präsidenten, eine zwielichtigen Typen am Bastion am Strand von Hirt getroffen. Hat das abgeschlossen? Okay, und wo sehe ich die Infos? Welche Infos habe ich bekommen? Ja. Verbinden. Your decisiveness is inspiring. Und wie? Oh, it's me, Thor. Satellitenansicht. Satellitenansicht. M. Ah. Nee. Hä? Ich bin gerade etwas irritiert. Verbinde einen beliebigen Söldner, der TP verloren hat. Steward hat verloren. Wie heile ich ihn? Hallo! Every journey begins with a single step. Ah. This is good. I just need to get my vitamins and I will be even better. It's me, Thor. Gut, dann gehen wir mal auf zum nächsten.